Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Fall von Naruto Ultimate Ninja Storm. Und ja, wir sind sozusagen beim letzten Kampf hier, oder? Ja, aber erstmal haben wir noch diese kleine Mission hier. Shino und Kiba Rivalen sind heute uneins. Und man beschwert sich über den Krach-Bennin-Streit. Jawohl, Shino ist mein Gegner. Einfach nur geradeaus runter. So, ja. Ah. Es hätte schneller gehen können, aber naja, egal. Auf jeden Fall eine coole Art, sich fortzubewegen. So. Ah, da sind die beiden. Na komm! Shino, hier gehe ich mit Akamarugasi, du bist uns im Weg. Zufällig sammle ich hier Insekten. Beide verschreckt sie nur. Geht woanders lang. Sing uns doch dazu. Hey Leute, kann ich mal eine Sekunde mit euch reden? Hä? Was willst du, Naruto? Seht mal, euer Kampf stört die Leute. Was? Wer kämpft denn hier? Wir tauschen nur Meinungen aus. Das ist alles. In Ordnung, aber die anderen denken ihr... Wenn wir sagen, dass wir nicht kämpfen, kämpfen wir auch nicht. Stimmt's, Shino? Stimmt's. Sieh nur, wie gut wir zusammenarbeiten. Hey! Je näher sie sich stehen, desto mehr streiten sie. Kibas und Shinos seltsame Beziehung. Na super. Und ich denke mal, ich nehme Kiba. Und als Partner Naruto und Sakura. Ich finde es cool, dass ich hier noch einstellen kann, was für Attacken sie benutzen als Hilfscharakter. Das ist ja im zweiten und dritten Teil nicht mehr der Fall. Ja, müsste sagen, ich so. Siege mit mindestens einem Lebensbalken. Ja, okay, das müsste machbar sein. Das müsste machbar sein. Jawohl. So, nimm das. Oh, voll durchs Feuer. Na, wie gefällt dir das? Und Sakura! Auf ihn! Was zum? Scheiße! Was zum? Hm.
Na super, den kriege ich so nicht. Alter, bleib doch mal. Ja. Na gut, dann mache ich das Gleiche. Alter! Alter! Ich krieg den so nicht! Ach, dann stirb halt so! Ist mir auch egal. Boah, was ein Kampf! So. Dann starten wir mal die letzte Mission in dieser Runde. Puh, sieht so aus, als hätte ich es geschafft. Wir wollten doch die perfekte Kombination sein. Tut mir leid, Kiba. Meine Angriffe waren etwas langsam. Nee, meine Deckung war schwach. Tut mir leid, Shino. Mann, ich glaube, ihr seid wirklich gute Freunde. Sieht so aus, als ob ich mich doch geirrt hätte. Mann, Shinos Angriff war ein Witz. Kiba, was hat er sich gedacht mit so einer Deckung, Idiot? Ende gut, alles gut. Ja. So, und dann wollen wir mal das große Finale hier starten. Der brennende Wille des Feuers. Der Hokage der dritten Generation opfert sein eigenes Leben, um Orochimaru zu vertreiben. Und es gelang ihm, der Zerstörung von Konoha ein Ende zu setzen. Im Konoha-Wald trat der Kampf zwischen Naruto und Gaara in seine letzte Phase ein. Die riesige Schlacht. Dann wollen wir mal gucken, was schaffen. Interesting. Very interesting, Naruto Uzumaki. I didn't expect to find you this entertaining. However, this is the end. What? Let me show you what true fear is. He's huge. This is what he really is. I hope you and your friends are ready to die. Let's do this. My friends, they're more important to me than anything. Get ready!
You crazy monster! Das wird ein harter Kampf. Gegen Shukaku. Gegen den Kampf. In einem Zustand, in dem... Ja. Die Musik ist immer so cool. Besonders bei Endkämpfen. Na super, Sandshuriken. Na super, da komme ich gar nicht dran an diese Stirn. Na Mist. So. Ah, super! Wie soll ich denn... Ah, Mist! Oh, ich muss aufladen, 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 aufladen. Mist! Daneben! Ey, wie... Wie habe ich das sonst gemacht? Jawohl. Jetzt geht's dir an die Kragen, mein Freund. Nein. Puh, das war knapp. Das war eigentlich schon der Anfang an diesen Quicktime-Events bei diesem Spiel. Das fand ich gar nicht mal so schlecht. Jawohl! Schnappt ihn euch! Wuh! Das war knapp. Yo, jetzt habe ich ihn sauer gemacht. Na super. Jawohl, voll erwischt. Oh Mist! Voll in meine Richtung. Hoffentlich ist das schon das Letzte. Ah. Jawohl! Auf ihn! Ja, halt dich doch! Nein!
Du hast mich nicht, mein Freund. Nein, jetzt ist es noch, das ist noch nicht hier. Obwohl der Faustschlag soll dich schon fertig machen. Und bam! So einfach macht man den Einschwänzigen fertig. Conditions fulfilled. Boah, aber der Kampf war so schwer. Er hat mich immer getroffen irgendwie. Aber einmal bin ich ausgewichen und ich glaube, das war das, was es mir den Sieg gebracht hat. Puh. Unbearable, isn't it? The feeling of being alone. I know that feeling. I've been there. In that dark and lonely place. But I have people in my life now who are important to me. I care more about them than I do myself. And I won't let anyone hurt them. Why? Why would you do this for anyone but yourself? Because they saved me from myself, from my loneliness. They were the first to accept me for who I am. They're my friends. Love. Is that the thing that makes him so strong? Und Mission erfüllt. Gara wurde eines Besseren belehrt. Tja. Was soll man dazu nur sagen? Mission erfüllt. Ritter Hokage ist ja leider tot. Es ist Zeit für den 5. Hokagen. Since we've had some ramen together. Yeah. After everything that happened and the old man's death, a lot has gone down. Iruka-sensei? Why do they do it? Why do people risk their lives for other people? Siblings, friends, lovers, the people who are important to us. They cherish and help one another. Everyone in this village shares a common bond. It is a circle of friendship, trust, and sacrifice that grows larger and stronger as time passes. It's hard to explain, really. We remain in the circle together. We have no choice, because it's important to us. Yeah, I think I'm starting to understand. Still, death is so painful. Think how much sadder it would be if he had died for nothing. But he left us something priceless. One day, you'll understand that too. Give me some credit, that much I get. Anyway, I better hit the road. Sakura will kill me if I'm late again. That time already, huh? Good luck on your next mission.
Right! Bye, Aruka-sensei! See you later! You got it. The will of fire is strong, Lord Hokage. The sparks you left behind have kindled a flame among the young leaves of the next generation. A mighty flame, Lord Hokage. It will burn brightly. And it will shine upon our village and keep it safe for years to come. And someday, out of that flame, will come a new Hokage. Neun Hokage, genau, das ist die nächste Aufgabe, die wir haben. Neun Hokage suchen. Also, es gibt leider nur noch zwei Kapitel. Aber, spielbarer Charakter Gaara. Alles klar. Also beende ich in diesem Part an dieser Stelle und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Zveneta.